Was willst du von mir wissen? Wir sollten anstehende Angelegenheiten besprechen. Working with the disfavored. You want my advice? My advice would be to get close to Graven Ash and plunge a poisoned shiv in his ear. Wir arbeiten mit den Geschmähten. Möchtest du meinen Rat hören? Ich an deiner Stelle würde mich in der Nähe von Graven Ash geben und ihm eine verknifftete Klinge ins Ohr rammen. Graven Ash ist mein Verbündeter. So einen Verrat werde ich nicht in Erwägung ziehen. Stumm dreinblicken? Und wie genau soll man das deiner Meinung nach erledigen? Er ist mein Verbündeter. Ich werde nie verstehen, warum Deceit ist der erste Instinkt aller Tiersmen. Du hast recht, zu take offense. Ich werde niemals verstehen, warum Täuschung der erste Instinkt aller Angehörigen des Stufenvolks ist. Du hast recht, dir das zu verübeln. Ja, right. I'm speaking out of line. But I don't really know what to say here. I hate the disfavored, but I'm sworn to your cause, so my honest opinion won't do anyone any good. Stimmt schon, das war eine unpassende Bemerkung. Aber ich weiß wirklich nicht, was ich hier zu sagen soll. Ich hasse die Geschmähten, aber ich bin auf deine Sache eingeschworen. Deswegen würde ich meine ehrliche Meinung niemandem weiterhelfen. Now we're working with the disfavored. You want my advice? Stumm reinblicken. Right. I'm speaking out of line. But I don't really know what to say here. I hate the disfavored. Lass uns weiterreisen fürs Erste. Wie hat sich das jetzt ausgewirkt bei App? Epp war ja entsetzt über deine vorne dominierende Art. Du hast Epp die Erlaubnis erteilt, das Gebet über Wände ins Brunnen zu untersuchen. Jo, und das habe ich auch hier, deswegen dicker Loyalitätsschub. Für das brauche ich nochmal so einen. Jo. Lantry bräuchte mal mehr Loyalität und weniger Furcht, definitiv. Hat Tötet im Schatten noch was zu sagen? Als du dich näherst, legt Tötet im Schatten ein Ohr an. Sie fährt mit der Pflege ihres Fells fort. Mit ihrem langgrauen Fingern fährt sie durch die rauen Haare und zupft Grind und Filz, Schlamm und Blut heraus. Fatebinder wants Beastwoman? Schließlich ist das wieder wie Tierfrau. Hattest du in letzter Zeit irgendwelche guten Jagden? And many more than five. Gut, ihr habt viele mehr als fünf. Tierfrau öffnet ihre klaren bewehrte Pfote in der Luft und lässt sie zuschnappen. Ihre pechschwarzen Krallen schlagen plötzlich zu, eine überdeutliche Erinnerung an ihre Kraft, an ihre Fähigkeit zu töten. Found pack of rot-smelling chorus in Apex Lands. Humans tried to scamper flee on sight, but Beastwoman was already in full sprint. Legs were pumping, blood was surging fast, heart throb throb throb, flicked claws and slashed through backs, ears filled with screams. Irgendwie finde ich sie ja cool, wie sie spricht und wie brutal sie ist. Quadrudel vom faulig stinkendem Chor in Apexland. Menschen versuchten bei einem Blick zu hetzen, rennen. Aber Tierfrau rannte schon so schnell sie konnte. Beine pumpten, Blut strömte schnell, heiß, bum bum. Ließ Krallen vorstellen und schlitzte durch Rücken, Ohren, gefüllt mit Schreien. Angesichts der Erinnerung kechelt sie zufrieden, während ihre Zunge zwischen ihren Reißzähnen heraushängt. Was fun for Beastwoman. Ich möchte deine Meinung über etwas wissen. Wir sollten eine Strategie entwerfen, wie wir am besten mit unseren Feinden und Verbündeten umgehen. Vergiss es erstmal. Gut, wir nehmen jetzt mal Lantry mit statt App. Lass uns andere Angelegenheiten besprechen. Das wär's fürs Erste. Nein, ich nehme Lantry jetzt erstmal mit. Pack deine Sachen, du kommst mit mir. Sag bloß, Lantry hat gesoffen und schreibt dann noch. Ich kann mich unterwegs ausnüchtern. Kann losgehen. Lantry kratzt sich an der Augenbraue und lässt dabei Tint in seinen weißen Haaren. I'll tack homeward. See you there. Okay, Tötet im Schatten ist 9, aber Lantry ist 10. Das ist gut schon mal. Dann leveln wir Lantry doch gleich mal auf. Er hat 4 Punkte. Einen hier rein, dass er da auf 0-0 ist. Dann auf jeden Fall 2 hier rein, dass seine Fähigkeiten und Zauber besser schneller abklingen. Und einen hier rein, dass die Zauber stärker sind von Lantry. Er hat, glaube ich, als einziger 3 Bäume. Und 4 Punkte. Habe ich eigentlich bereits Stimme? Ja, Stimme der Ewigkeit habe ich bereits. Das ist sehr gut.
Misstrauischer Blick erhält einen passiven Bonus auf die Skills List und Ausweichen. Urteil des Wächters wird mächtiger. Gucken wir erstmal hier drüben, wo wir da Punkte reingeben können. Also auf jeden Fall ein begabter Heiler. Landry erweckt einen gefallenen Kameraden wieder zum Leben. Ist auch nicht schlecht. Und Arcana Schild. Ist auch nicht schlecht. Da geben wir noch einen Punkt hier. Verbessert den Wissensskill oder... Ne, verbessern wir mal die Waffe. Gut. Weil er ist hauptsächlich Heiler. Und ein bisschen mit seiner Feder sollte er als Weiser auch umgehen können. Auch das hier ist nicht schlecht, wenn man Wissen und Wurfwaffenbonus erhält. So, Meisterschmied. Sei gegrüßt, Schicksalsbinder. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte, dass du etwas für mich schmiedest. Ich fand einen Verweis auf einen Dolch mit dem Namen Herzblut. Was kannst du mir darüber erzählen? Erzähl mir etwas über die Schmiede. Er deutet auf die Ambosse in der Nähe. Wenn du deine Waffen und Rüstungen verbessern willst, kannst du einen der Ambosse verwenden. Es sollte mit dem richtigen Material ziemlich einfach sein. Wenn du etwas brauchst, das der Kunst eines Meisterschmieds bedarf, zum Beispiel die Herstellung eines einzigartigen Gegenstandes, frag mich und ich werde sehen, was ich tun kann. Gibt es auch noch etwas, was ich natürlich tun kann? Ich möchte, dass du etwas für mich schmiedest. Sicher, Schicksalsbinder. Ich kann einzigartige Gegenstände. Ich kann sogar ein Artefakt schmieden. Fertigstellungsvoraussetzungen. Rekruten benötigt für Schmiede 5. Und braucht ziemlich viele Bronzebarren. Geh mal kurz ins Turmfenster. Was kann ich hier einstellen? Ein Skilllehrer, der Unterricht im Feuer beherrschen. Ein Händler, eine Händlerin. Ein Schmied, der Bronzebarren bereitstellt, um damit Waffen und Rüstung zu verbessern und mächtige Gegenstände zu schmieden. Ein Schmied, der Eisenbarren bereitstellt, um damit Waffen und Rüstung zu verbessern und mächtige Gegenstände zu schmieden. Eine Händlerin, die sich auf einzigartige Waffen spezialisiert hat. Okay. Kann ich hier nicht Barricks Rüstung verbessern? Das wäre doch toll. Dieser Gegenstand kann mit dem Turmupgrade Schmiede verbessert werden. Hier steht's doch sogar. Schmieden. Einzigartige. Ich kann aber hier nichts verbessern. Ich kann hier nur Sachen schmieden, aber nichts verbessern. Ach, hier kann ich was verbessern. Wähle eine deiner Waffen oder Rüstung, die du upgraden willst. Ein Eisenbarren. Davon haben wir ja genug. Und 5 Ringe. Das klingt doch schon mal sehr gut. Dann hat Barrick jetzt endlich mal eine bessere Rüstung. Wenn wir sie ihm schon nicht abnehmen können. Oder Barrick? My Lord Binder, you have something which requires my attention? Mein Herr Schicksalsbinder, hast du etwas, was meiner Aufmerksamkeit bedarf? Barrick salutiert dir, als er sich umdreht, um dich zu begrüßen. What can I do for you? Ich würde gerne das Entfernen deiner Rüstung besprechen. Suffice it to say, my armor and I will not be separated for the time being. When the war is over, perhaps Tunon will lend me one of his forge bound. Until then, here I remain. My armor saved me from the destruction of Stalwart, where thousands of others lost their lives. Okay, dann lassen wir das mal. Habe ich sonst was, was ich verbessern könnte? Ich könnte meine Rüstung verbessern. Geben wir mir erstmal das Zeug. Ich fand einen Verweis auf einen Dolch mit dem Namen Herzblut. Was kannst du mir darüber erzählen? Herzblut? Möglich, zeig mir das Buch. Das ist unglaublich. Unglücklicherweise reicht die Information im Buch nicht aus, um den Dolch nachzubilden. Aber wenn du mir noch weitere Details geben kannst, wäre ich vielleicht dazu in der Lage.
Gibt es sonst noch etwas, was ich für dich tun kann? Ich fand diesen Helm in den Rostschluchten. Was kannst du mir darüber erzählen? Das ist der Falkenaugenhelm. Mit dem sollte ich in der Lage sein, ihn für dich zu schmieden. Jo, dann zeig mir mal, was du... Du kannst Herzblut erforschen, wenn du Zugang zu einer Bibliothek hast. Okay. Jetzt kann ich den Falkenaugenhelm herstellen. Dafür bräuchte ich aber noch Leute in der Schmiede. Mhm. Ich stelle mal jemanden hier ein. Und zwar die Bronzemeisterin. Ja, der scheint, wenn ich das nächste Mal hierher reise. Und scheinbar macht das keinen Unterschied auf meine Unterhaltskosten. Revos, Schwertbrecher, ein Skilllehrer im Unterricht mit Zweihandunterricht parieren. Leichenauge, Tanara, eine Skilllehrerin, die Unterricht in Einhandwaffen, Zweihandwaffen, Wurfwaffen parieren. Ja, werbe ich mal die hier an. So. Wo kann ich hier rasten? Bis jetzt nirgendwo. Ich kann mir nur hier eine Sigillschriftrolle. Kenne ich die schon? Nein. Dass ein ferner Aufprallzauber sein Ziel in einer Linie durchdringt. Ah, hier. Also alles, was ich mit ferner Aufprall habe, kann Ziele durchdringen. So, jetzt aber erstmal bei Landwehen noch Zauber einfügen. Nämlich einmal den hier. Und den hier. So. Was ist das hier? Verstand zersetzen. Den könnte ich boosten mit Genauigkeit. Nicht Reichweite. Nö, aber mit Macht auf jeden Fall. Den da könnte ich auch mal mit Macht. Und Reichweite. Gut. Dann gebe ich dir noch Macht, Genauigkeit und Reichweite. Und dir noch Macht und Reichweite. Der da ist schon und die beiden Ketter schon. Gut. Dann sortieren wir auch mal bei ihm ein bisschen. Also Schadenszauber, Schadenszauber. Und die Heilzauber. Habe ich noch irgendwelche Unterstützungsfähigkeiten oder so? Ah ja, zweiter Atem. Wie oft kannst du den benutzen? Beliebig oft, hat nur eine Abklingzeit von 56 Sekunden. Okay, ich sehe hier aber trotzdem immer noch kein Bett. Die Halbmauer strecken sich vor den zerstörten Landen hinaus in die See, in die südländische See. Was haben wir hier? 10 Bronzebarren. Den nehme ich doch gleich mal mit. Und hier sind 10 Eisenbarren. Okay. Die Flutwellen von Stein und Rost haben eindeutig ihre Zerstörung weit über die Region gebracht. Okay, sehr schön. Wir haben jetzt hier oben eine richtige Schmiede. Das heißt, zurück in die Runenhalle. Und da müssen wir gucken, wie wir in den letzten Raum da reinkommen. Weil hier gibt es nichts mehr.
Und wenn ich das nächste Mal auf einem Turm bin, muss ich mal ein bisschen mit App Konversation halten. So. Oh, hier ist offen. Habe ich das vorhin übersehen? Egal, wie auch immer. Ich hole mir jetzt erst einmal hier die erste Rune mit Landry. Weil in jedem Gebiet war, glaube ich, eine so eine Rune. Rune studieren.